Und Layla entwickelt sich nicht. Layla, was ist da los? Der hat doch garantiert noch Magnetilos, oder? Schade. Was macht ein fremdes Kind hier? Wer bist du? Der hat doch garantiert nur Magnetilos und ich gehe mit Bebop rein. Also klar. Und Level 27 auch noch. Ja, also wirklich was dagegen habe ich nicht, ne? Gift hat keine Wirkung? Ja, wirklich was dagegen habe ich nicht, muss ich sagen. Ja, setze ich einfach ein anderes Pokémon ein. Weil ich kann da mit dem Pokémon, kann ich jetzt leider hier nichts anfangen. Da kann ich nichts mit anfangen. Mit Bebop. Gegen Metall ist halt einfach, der hat halt nichts dagegen. Ziehe schon mal, dann triffst du gleich wenigstens. Wenn du denn überlebst. Schade, war wohl nix, wa? Ich hätte mir fast denken können, dass der Forscher da unten nur Magnetidos hat. Ich würde ja immer Paraheiler oder sowas einsetzen für Bibobbe. Für Bibobbele. Ich wollte heute noch einen Quiekel fangen eigentlich. Das normal. Blödes Quickel. Tja, ich hab dich wohl unterschätzt. Ja, hast du wohl. Mein Brötchen. Keine Ahnung, ob ich ihn mein Brötchen nenne. Ein Paraheiler einsetzen. Das musste Bebop ja gleich erwischen mit Para. Paralyse. So, weiter geht's. Da ist schon wieder eine Tür. Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Hey. Warum? Smok, smok. Gute Nacht. Schlafen wir eigentlich beide Köpfe? Warum sieht Smogmog so aus, als ob er Tumore hat? Voll fies. Furzende Tumore. Ja, es dauert halt ein bisschen, ne? Oh Mensch, Bebop ist wirklich einer, dessen Attacke geht echt am meisten daneben. Das ist wirklich so. Also Bebop ist wirklich einer, die Attacken gehen echt viel daneben bei ihm. Das passiert hier irgendwie öfter bei ihm. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so ein Bebop-Ding irgendwie. Würde mal echt interessieren, was die Technik Gewissheit kann. Ob das einfach nur eine normale Technik ist oder ob das noch irgendetwas... Warum heißt es Gewissheit? Wenn ich richtig lese. In meinem Wahn. So, sehr schön. Bebop ist auch Level 32. Ich hab was? Holger! Guten Tag, Holger am Apparat. Wie geht's? Mein Tangela wird immer stärker. Apropos, neulich haben wir Nidoran männlich bezwungen. Vorbereitung lohnt sich. Geil, toll, ich bin echt stolz. Meine Fresse, danke, dass du mich dafür angerufen hast. Toll, danke. Ach, sag doch einfach, hey, ich habe einen Stein gefunden. Komm nochmal vorbei, du Wurst. Die Tür ist verschlossen. Du brauchst den Türöffner. Den Türenöffner. Der ist Mautz-Mautz. Du hast vor, den Intendanten zu retten? Das kannst du dir abschminken. Denn ich werde dich besiegen. Möchte nicht.
Ich bin viel zu stark. Du wirst mich niemals besiegen. Ich bin viel zu stark für dich. Der kleine scheiß Stinke-Zubat, ey. Na hier, das ist ein Zubat da. Das ist sowas ähnliches wie ein Zubat, also ein X-Bat, also. Oh, jetzt kommen wir schon mit Ghoulbats an. Sind wir aber gruselig. Tschüss. Nix bis. Na toll. Nein, unser X-Bat geht es gut. Unser X-Bat hält das durch. Aus. Über. Ich wünsche, es würde irgendwas geben, kann ich verwirrt werden oder so. Gott, das wäre so super. Das hätte schon echt Stil. So, wir müssen auch gleich wieder Leila einsetzen, weil da ist auch schon wieder ein Professor Dr. Trödelmann. Noah. Tschüss. Oh nein, wir können keinen Konfus-Schleim mehr machen. Schlimm. Ich beiß einfach mal das Ding rein. Nam 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 Schleim. Warum mag dein Pokémon denn überhaupt den? Du dürftest es gar nicht mögen. So, jetzt müssen wir erstmal gleich... Nein, unglaublich. Ich weiß, ich bin der Hammer. Jetzt müssen wir gleich erstmal wieder... Hallo? Oder ist noch einer? Der Plan zur Befreiung des Radiozoms war ein voller Erfolg. Diese Lance muss echt cool sein. Wer bist denn du? Ich werde dich nicht zulassen, dass sich jemand mit Lance in den Weg stellt. Ich meine natürlich Team Rocket. Wer bist denn du? Kennen wir dich? Warum stehst du da einfach nur so? Warum nennt sie ihn Lance? Lance Franz. Macht nichts, wir haben noch genügend Angriff. Um meine Ratte zu... Ratte hier, hier, wie heißt das Ding da? Schlange. Zu zerbeißen. Oh, diese unsagbar wenigen EXP ständig hier. Weil es die unsagbar wenigsten Level 20er Pokémon-Trainer hier sind. Tötet das. Bis tut es nicht. Auch nicht. Und paralysiert. Komisch, das Giftblick paralysiert. Das ergibt gar keinen Sinn. Mann, ich hasse diese ganzen kleinen Baby-Pokémons hier, die einfach nur 200 EXP bringen. Das ist so unsagbar blöd. Das ist so unsagbar unlevelmäßig, dass einer da echt wuschelig wird. Wuschelig wird ein. Warum zum Teufel hast du einen Myrapla? Ich glaube, ich setze mal Fliegen ein, wa? Paralyse wird zwar nie weggehen und Fliegen ist immer doof, da einzusetzen, weil er halt zweimal... Tschüss. Oh, nee. Achso, er fliegt einmal hoch und dann... Achso, ich dachte immer, das wäre, ne? War das nicht damals so? Dass er halt noch nicht mal mehr hochfliegt, sondern einmal paralysiert, dann ist er oben nochmal paralysiert. Aber dann zielt das ja gar nicht mehr als Zug, das ist ja schön. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Tschüss. Ich meine, früher war das so, dass das so galt, dass das Fliegen halt zwei Züge kostet, also bist du auch zweimal paralysiert. Weiterkämpfen. Oh.
Warum habe ich die Alte angeknackelt? Tschüss. Ja, wenigstens hat er ohne Paralyse das gleich wieder gemacht. Müssten sogar Level-Up sein, wa? Duflor sollte rein theoretisch ein bisschen mehr XP geben. Nice. 32. Was ein nutzloser Haufen. Oh, das war fies. Für mich zählt nur Team Rocket und Lance. Wer schert sich schon um Pokémon? Wow. Wow. WoW, Alter. Ganz ehrlich, WoW. Hätte ich mal wieder Bock zu spielen. Marke! Marke! Team Rocket, was? Willst du wissen, was denen fehlt? Musik natürlich. Musik bereichert die Herzen aller Menschen. Ein echter Musikliebhaber würde in unserem Radioturm nie solchen Schabernack treiben wollen. Jawohl, ja. Ich gehe. Einfach gehen. Einfach gehen. Exzellent. Mit dem Radioturm können wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen. Kennt ihr wohl. Was auch immer schon wieder ihr wollt. Porygon. Achso, das ist ja gar kein. Oh gut, dann ist es halt ein Porygon. Hat auch immer nur geschlechtsneutrale Pokémon. Ich finde das... Download von Porygon erhöht den Angriff. Oh, das klingt aber cool. Download klingt cool. Wenn er das jetzt ständig hat, sowas. Also mit jedem Zug, dass der Angriff erhöht wird, wäre eine mega krasse Technik. Porygon verwandelt sich zu Typ Gestein. Okay. Das hat ihn auch nicht gerettet, ne? Oh, mach nicht so eine Störgeräusche. Entwickelt sich Porygon zu Wie entwickelt sich Porygon eigentlich zu Porygon 2? Ah, jeder große Plan hat wohl einen Haken. Ja, der von Hitler auch. Hat er auch einen Haken. Ha! Der war echt... Ich habe vergessen zu speichern. Vielleicht ist es nicht schlimm. Hüßl, also gut, los geht's. Hier spricht euer Intendant. Es hat sich ergeben, dass euer Sender ab heute mit einem herrlichen neuen Programm zur Huldigung von Team Rocket auf Sendung geht. Ich erwarte von euch allen, dass ihr ohne Murren ein tolles Programm... Hi. Oh nein, ausgerechnet jetzt, wo ich gerade geübt habe, die Stimme des Intendanten zu imitieren. Wer bist du? Ach, du bist schon wieder Cased. Lambda. Verflixt und zugenäht. Und das, wo ich doch sogar schon Intendant war. Ich wollte der Welt auch eigentlich die frohe Kunde von Team Rocket mitteilen. Aber na gut, dieses Mal werde ich mit allem kämpfen, was ich habe. Okay, ich hoffe, es funktioniert. Daumen drücken. Ja, das sieht gut aus. Wir haben zwar jetzt diesen einen Fehler da, aber vielleicht. Hört mir zu, vielleicht. Vielleicht ist es nicht so schlimm, vielleicht. Ja, jetzt müssen wir schon gegen Lambda kämpfen, ne? Ach komm. Magic. Okay, vielleicht sollten wir langsam laden, wa? Ich belasse es erstmal so dabei. Leila ist übrigens Level Up. Ich will das Pokémon wechseln, ja. Setz mal Wambo ein, der kann sie wegsurfern. Ist diesmal ein neuer Fehler, kein Dunkelheitsfehler, sondern ein neuer. Kann sein, dass ich aber trotzdem laden muss, wie, je nachdem, wie es jetzt gleich hier nach aussieht. Und wenn wir fliegen oder irgendwie sowas einsetzen, vielleicht fängt es sich, ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt haben wir ja schon mal gesehen, dass er die Technik Surfer einsetzt. Also es kann sein, dass es klappt, es kann sein, dass es... Okay, Schlammbad hat er jetzt nicht eingesetzt. Oh, dieses blöde Vergiftetsein, ey, das kotzt mir in den Tee. Vor allem... Vergiftet sich 20 ab? Wow, okay. Vergiftet ist eine neue geile Technik geworden, scheinbar. Macht echt viel Schaden, Gift. Erstaunlich viel Schaden macht Gift, muss ich sagen. Also,
Nicht so, dass du da wirklich eine Chance gegen hast. Da geht die Animation. Ne, war da immer eine Animation? Ne, da war nie. War da eine Animation? Ich weiß es nicht mehr. Dieses Smogon, ne? Der Smogmog ist so unsagbar stark, dass ich mich kaum halten kann. Genau in dem Moment, wo ich vergessen habe zu speichern, Alter, ganz ehrlich, dann taucht dieser Fehler auf. Sonst hätten wir instant neu laden können. Eine Kacke hier, ey. Oh, Mann, du. Oh, ja, das ist auch nur Smogons, ey. Das ist auch stinkig, ey. Ich weiß ja auch noch nicht mal, ob es helfen würde, den hier neu zu starten. Weißt du? Wenn man einfach sagt, so, wir starten den Emulator neu. Aber ich glaube schon beinahe nicht mehr. Zweimal? Okay. Geht nichts über Amphi. Amphi ist halt einfach so unsagbar stark. Ich sehe gar nichts. Oh Mann, das ärgert mich so doof. Das ärgert mich so doof vor allem. Es ist doof. Ich hoffe, es funktioniert. Oh, der hat echt nur Smogons, ey. Gut, die Smogons geben viel EXP dafür, dass sie einfach sind. Aber der hat echt nur Smogons. Mal auf, eine Rauchwolke zu machen. Danke. Und irgendwann ist mein Amphi blind. Toll, danke. Das Ding. Schlammbart hatte 100%ige Chance zu vergiften. Also die letzten 4 Attacken von Schlammbart hat jedes Mal unser Pokémon vergiftet. Müssen wir uns merken. Schlammbart immer vergiftet danach. Scheinbar eine 100%ige Chance oder so. Oder 99 oder was weiß ich. Zu hoch. Da kann ich alle unsere Pokémon permanent verletzen. Und dann 15 Schaden machen. Oh, immer dieselben Pokémon. Das geht mir so auf den Zappel, dass sie ihre langweiligen selben Pokémon haben. Wie jetzt? Ich stehe im Rückstand? Ja, ja, komm. Mach einen Kopf drauf. Mach Stein drauf. Wir werden immer blinder. Amphi ist schon in Blindenhausen gelandet. Also wenn jetzt gleich das immer noch nicht so funktioniert, dann speichere ich und dann mache ich erstmal die Aufnahmepause. Dann mache ich offscreen, dass wir wieder hier ankommen, wo wir jetzt sind und dann können wir weitermachen. Das brauche ich ja nicht unbedingt nochmal, ne, weil das ist ja doch schon ein bisschen langwierig, doof dann. Das macht dann ja keinen Spaß. War klar. Weil Schlammbart 100%ige Trefferquote hat. Ihr müsst mal aufhören mit eurer blöden Rauchwolke, du Mensch. Genauigkeit paralysiert. Oh, genervt. Schlammbart, 100%ige Vergiftungsquote. Selbst wenn unsere Pokémon paralysiert sind, bestimmt. Einfach weg. Aber weggeportet. Mir fehlen die Animationen, die fehlen mir so. Na gut, mal schauen, wie es jetzt aussieht.
Ist das ja... Ist ja gut, ist in Ordnung. Ich sag dir, wo der Intendant ist. Hm. Türöffner. Ja, das war's. Okay, hör gut zu. Ich versuch da mal zu laden. Okay, ja. Gut, wie gesagt, dann mache ich jetzt erstmal die Aufnahmepause. Leider. Wie geht's denn deinem Pokémon-Team? Meine geht es wieder gut, ja. Besonders mein Quapsel hat sich jeden Tag und trainiert und geil und spritzig und wow, voller Wasser und geil. Nee, dann mache ich jetzt erstmal die Aufnahmepause wegen dem hier wieder und ja. Holger. Nee, weil die ganzen Kämpfe und sowas... Oh, dein Tangela interessiert mich einen Scheißdreck, Mann. Warum gehe ich auch immer wieder ran? Nein, jetzt rufe ich Mami an. Oh nein. Falsche Taste gedrückt. Ja, aber egal, wo du bist, schön packen. Ja, das weiß ich. Aber egal, wo du bist, interessiert mich ein Scheiß. Nein, was? Hä? Hör mal, Mama, bist du Gacke oder was? So. Nee, Holger, leck mich. Nee, weil da ist, glaube ich, noch ein bisschen, fehl, ne? Da fehlt, glaube ich... Ja, warte. Ja, da fehlt noch ein ganz schöner Kampf. Also da muss ich hier und dann noch die nächste Ebene bekämpfen und das machen wir aber offscreen dann. Das mache ich dann offscreen und... Ja, oh, das ist doch kacke mit diesen blöden Fehlern hier immer drin. Kotzt mich an. Ist aber auch nur irgendwie hier. Schade. Immer wenn wir irgendwie Ebenen wechseln oder sowas. Das mag er hier nicht. Na gut, aber wie gesagt, dann mache ich das offscreen, dass wir hier mal durchhuscheln. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.